herzlich willkommen zu einem Börsenwolf-Spezial. Ich begrüße alle Zuseher zu einer speziellen und neuen Sendereihe. Die österreich-serbische Freundschaft. In dieser wollen wir zumindest mal bis Jahresende euch wöchentlich Infos und Interviews mit verschiedensten Politikern der neuen freien Unabhängigkeitsbewegung Dostojni Serbia präsentieren. Ich begrüße an dieser Stelle mal meinen Gesprächspartner in Österreich, zum einen der Initiator dieser Gesprächs- und Informationsreihe, Wolfgang Zeder, einen sicherlich auch bekannt durch seinen Blog börsenwolfblogspot.com und an seiner Seite Nikola Gruber, selbst auch Abgeordneter in Serbien, derweil allerdings auch in Österreich. Hallo mal an euch, meine Lieben. Hallo. Hallo, grüß euch. Servus. Servus. Und dann haben wir in Serbien, auch von der Bewegung Dostojni Serbia, Filip Todic, offizieller Vertreter, und dann an seiner Seite in Belgrad ist der Roman, der das Ganze für uns simultan übersetzen wird. Ein Hallo nach Serbien mal. Hallo. Hallo. Gut, dann starten wir mal als aktuellen Anlass. Gestern ging ja die Meldung durch sämtliche Agenturen und Nachrichten, dass Serbiens neue Regierung vom Parlament bestätigt wurde. Die neue Regierung der serbischen Ministerpräsidentin Ana Brnabic ist gestern im Parlament mit 227 Abgeordnetenstimmen bestätigt worden. Gegen die Regierung haben angeblich nur 5 oppositionelle Abgeordnete aus den Parteien der bosniakischen und albanischen Volksgruppe gestimmt. Damit ist er der Vucic weiter in Amt. Was kann uns denn der Filip dazu sagen? Filip, juče je sazvana nova vlada Srbije. Vucic je s time i dalje na vlasti. Šta bi mogao da kažeš o tome? Pa mogu samo da kažem da su nastavili po svom starom metodu, kršeći konstantno zakon i ustav ove zemlje, da po tom sistemu i dalje vladaju, ali kao što vi već znate, 16.6. juna je formirana po ustavu i zakonu, po ustavu Republike Srbije, formirana je Privremena skupština naroda Srbije, a 18. i narodna vlada, jer oni su raspisali u jednom neustavnom stanju izbore, ne poštujući ustav, pa time ni izborni rezultati ne mogu da budu u skladu sa Ustavom, niti da se formira vlada i parlament i tako dalje. Tako da, u suštini, pravno gledano, oni ne postoje. Još uvijek postoje samo faktički. Also, das ist das alte Rezept vom Herrn Vucic. Ihr wisst, dass die Übergangsregierung am 16.06. gegründet wurde und damit ist sozusagen diese Übergangsregierung eigentlich de jure legal. Diese Regierung von Vucic ist in Wirklichkeit illegal. Illegal, ja, genau. Erst noch zum Wolfgang. Der Wolfgang wollte ja auch noch generell was zu dieser Videoreihe an sich erklären. Ja, ganz kurz. Liebe Freunde, ich freue mich ganz besonders. Auch über diese Organisation, da müssen wir uns ja noch ein bisschen einspielen, aber es wird. Für mich ist es ganz wichtig, dass man diese Serie bis Ende des Jahres jede Woche einmal am Mittwoch oder am Donnerstag produzieren wollen, ausstrahlen, Freitag, vielleicht Samstag, gegen Wochenende immer. Mir ist es ein Anliegen, warum ich das mache und warum mich die Freunde aus Serbien bat, mit mir da zusammenzuarbeiten. Um diesen Teil von Ex-Jugoslawien seinen verdienten Platz in Europa helfen zu geben, sei es aus geschichtlichen oder aus aktuellen Gründen. Letzter Grund ist die entstandene Dostojni-Serbia-Bewegung, ist aber ein bisschen problemlos, Dostojni-Serbia-Bewegung, welche unter elitärer Mithilfe von Dr. Dusan Dunce gelangt und im Moment unter Politikern weltweit Furore macht. Es handelt sich um eine interessante Form einer direkten Demokratie vom Volk weg, ohne Parteilandschaft. Mhm. Aber das, was jetzt gestern angelobt wurde, ist ja genau noch das alte System, ne? Ja, eben. Daher bin ich auch neugierig, was hier mein Kollege, der Filip Todic, sagt dazu. Also, darf ich ganz kurz erklären. Ich freue mich, ihn ja als Generalsekretär der Bewegung hier begrüßen zu dürfen und um den Abgeordneten zum Nationalrat der Übergangsparlament
er ist ja. Ja. Und vielleicht ganz kurz den Filip Topic ganz kurz vorstellen. Er ist also studierender Rechtswissenschaftler an der Universität Belgrad und Universität Wien. Langjähriger politische Arbeit als Praktikant, Berater und Content-Generator bei diversen politischen Bewegungen und Parteien, Konsulent und Assistent im Kabinett des Präsidenten der Gemeinde Belgrad, Aktivist, Moderator, Pressesprecher und Koordinator bei der Bewegung Dostone Serbie. Und der liebe Freund Roman Dolic, ja genau, hat die, also habe ich jetzt gerade erfahren, die Ehrenbürgerschaft Österreichs. Bitte, also wir haben es ja mit ganz wichtigen und interessanten Leuten zu tun, ja. Gut, jetzt eine Frage von mir nochmal, jetzt auf diese Aktualität bezogen. Lieber Filip, welche Auswirkungen hat das denn jetzt für eure Freiheitsbewegung, wenn jetzt der Vucic da weitermacht wie bisher? Dragi Filipe, kakve konsekvence ima ovo što Vučić radi za vaš pokret? Konsekvence za naš pokret u tom slučaju nema, može da bude isključivo za ovu sadašnju vlast, jer direktno krši Ustav u najgrubljim okvirima. Možda proviš. Es hat für uns keine Konsequenzen, denn bricht das Gesetz und die Verfassung in höchstem Maße. Dürfte ich, lieber Manuel, kurz da was noch dazu sagen? Weil, ja, bitte. Weil mir bei deiner Frage noch seine Antwort eingefallen ist. Er hat hier de jure und du hast gesagt, de facto. Vielleicht, das ist ja für unsere Hörer interessant. Was meint man unter de jure und unter de facto? De jure, de facto. Okay. De jure znači da je formalno pravno nastalo tako stanje, da je formalno pravno osnovana Privremena skupština naroda Srbije i Privremena narodna vlada. De facto znači faktičko stanje da li zaista u materijalnom smislu postoji taj formalno pravni okvir. To znači da dok se ne reše procesi koji treba da se reše, mi moramo i faktički da preuzmemo vlast koju imamo na pravnim osnovama. Zdaj, ću ističu tam, da li faktiču, bi mislim da faktič auch realizieren. Ok, danke schön. Gut, dann mache ich gleich mal weiter. Wann und wie wurde denn die Bewegung Dostojni Serbije gegründet? Kad se osnovao pokret Dostojni Srbije? U decembru 2016. godine. Im Dezember 2016. Mhm. Dann mache ich gleich weiter. Welches Programm hat denn die Bewegung im Allgemeinen, grob? Koji program ima pokret, grubo? Program je pre svega da kada se vlast realizuje, da se ukinu sve političke partije. To je jedan od prvih i osnovnih načela. Druga stvar je da ekonomski bude stabilan svaki pojedinac, da ima platu za petočlanu porodicu i da na taj način živi život dostojan čoveka, zato se pokret i zove Dostojni. Takođe, možemo da kažemo, onaj oslonac na poljoprivredu, na čišćenje našeg zemljišta, da bismo imali jednu zdravu poljoprivredu. Takođe, je važno da se uspostavi jedan pravni sistem i bezbednosti sistem, a pravni sistem će se uspostaviti onog momenta kada se aktiviraju krivične prijeve koje je pokret Dostojni Srbije od maja 2018. pa nadalje podnosio za kršenje Ustava i veleizdaju Republike Srbije od strane naših vlastodržaca. Dakle, prvo uspostavljanje pravnog sistema, a zatim bezbednostnog kao najvažnijeg sektora svake države. Also in erster Linie, es geht darum, die politischen Parteien nicht mehr zu finanzieren. Nein, da ne postoje. Aha, sie sollen nicht mehr existieren, die politischen Parteien. Der zweite Punkt ist, dass wirtschaftlich die Ärmsten, dass ihnen geholfen werden soll. Der dritte Punkt ist... Ich pasi, pravni sistem. Der dritte Punkt ist... Das Rechtssystem, das soll wieder in Ordnung gebracht werden, denn im Moment erleben wir überall nur Korruption und Unrecht und ein Sicherheitssystem. Und noch was. I da se
kada se aktiviraju krivične prijave za veleizdaju države, se pohapse političari kako vlast, tako i opozicija, tako i uspostavljamo i pravni sistem. Und wenn man die Politiker sowohl von der Position als auch von der Opposition verhaftet in den letzten 20 Jahren, die für den Hochverrat des Landes verantwortlich waren, dass man ein neues Rechtssystem schafft und ein Sicherheitssystem. Und eine fünfköpfige Familie soll so viel Geld bekommen, damit sie ein würdiges Leben hat. Und deshalb halt heißt die Bewegung auch die würdigen Serbiens. Dann komme ich gleich zur nächsten Frage. Was konnte denn die Bewegung bislang erreichen? Sljedeće pitanje. Šta je pokret uspeo do sada? Pokret je pre svega uz ideju i vođstvo Dušana Dundžera uspeo da okupi istomisleće ljude koji žele dobro kako Srbiji, tako i čitavom čovečanstvu i da na svom ličnom primeru zapravo pokažu šta znači biti dostojan, to je karakterna osobina. Takođe, pokret dostojni je podneo najvažnije krivične prijave. Zapravo je reč o izbornom sistemu, da počnemo od toga. Hoćeš sada da prevodiš ili... Nije, sad ti izbačiš. Ok, dobro. Ono što je najvažnije je da ne samo u Srbiji, to se dešava i u Austriji, u Nemačkoj i u svim zemljama, da postoji fiktivno biračko telo. Dakle, to su umrli glasači, oni koji odavno više ne žive u Srbiji, koji su raseljeni, ali svi oni, kada se vlast pita, koja raspisuje izbore, zapravo koriste kako bi pobeđivali na svim izborima. Tako da vlast na taj način uvek pobeđuje. Pošto je jedna od krivičnih prijava podneta na osnovu utvrđivanja tog biračkog spiska, dakle, mi imamo jedan lažni birački spisak, to znači da je svaka vlast od 2000. do danas bila nelegitimna. To znači da svi međunarodni sporazumi koji su u tom periodu potpisani postaju ništavni. Znači da se oni na taj način apsolutno ukidaju, pogotovo što su manje više 95% njih štetni za Srbiju. To je jedna od stvari. Sad... Ich habe Angst davor. Ist besser für mich, wenn ich auf Serbisch rede. Das war so viel. Okay, langsam. Gehen wir langsam. Ja, okay. Was wurde gemacht? Also zuerst die gleichgesinnten Vereine unter der ideologischen Führung von Herrn Dr. Dušan Dundžer, okay? Ja. Zweiter Punkt war... Prva krivična prijava za... Aha, das sind... Ima više krivičnih prijava koje je pokret podneo tužilaštvu. Ja, also die Bewegung hat Klagen eingereicht bei dem Verfassungs... Schutz oder Verfassungsgericht. Bei dem Verfassungsgericht, genau. Ja. Und es ging darum, um die Fälschung der Wahlen in den letzten 20 Jahren. Sie sind nämlich draufgekommen, dass ca. 1,7 Millionen Stimmen, ja, also eigentlich fingiert waren, beziehungsweise illegal. Das heißt, rund 2 Millionen Stimmen waren eigentlich fingiert. Und das muss man sich aber vorstellen. Das heißt, diese ganzen Wahlen, die in den letzten 20 Jahren stattgefunden haben, sind eigentlich illegal. Sie sind nicht demokratisch, sondern durch Manipulation eigentlich erfolgt. A to znači da ni svi međunarodni sporazumi potpisani u tom periodu. Und das bedeutet wiederum, dass alle internationalen Abkommen, die in diesem Zeitraum unterzeichnet worden sind, also nicht mehr keine Gültigkeit haben. Dakle. Takođe, važna stvar jeste što je podneta i krivična prijava, da kažemo, za veleizdaju zemlje gde je potpisan IPA i SOFA sporazum po kome NATO trupe mogu da slobodno marširaju kroz Srbiju, da ubijaju i da pritom ne mogu da odgovaraju. Dakle, to je čisto porobljavanje ove zemlje koje su naši političari potpisali, ali onog momenta kada sud donese takvu odluku da su sve vlade nelegitimne zbog lažnog biračkog spiska na osnovu krivičnih prijava koje smo podneli, u tom slučaju prestaju da važe i ti međunarodni sporazumi po ustavu i zakonu naše zemlje, jer su nelegitimne bile sve vlasti. Genau, gleichzeitig auch ein schädliches Abkommen mit der NATO. Jetzt um das zu verkürzen. Nein, pa dobro, ne, okay. Gut, das heißt, auch die Wahlen jetzt sind groben Beweise, dass auch diese getürkt wurden.
Da li postoje dokazi da su i ovi izbori sada poslednji bili praktično fingirani i manipulisani? Pa ne samo što su bili fingirani, oni su bili neustavni. Znači, čak i da ne znači, ne samo što su bili fingirani, to već postoji od 2000. do sada postoji jedan lažni birački spisak. A osim toga, ovog puta su bili i neustavni izbori, jer su u vreme ove pandemije masovnog straha među građanima raspisivali izbore, time su ih po njihovim merilima, merilima sa tim distancama i grupacijama i skupovima zapravo napravili tako da sve ono što su pričali, zastrašivali ljude, odjedno više ne postoje kad su izbori u pitanju. Ali je i pokret Dostojni Srbije upravo podnosio te prigovore Republičkoj izbornoj komisiji i na taj način je to bila još jedna aktivnost, jer mi, pa je li tako, iz pokreta Dostojni, koji smo vođeni idejom doktora Dušana Dundjera, imamo tu blagu prednost da mnogo toga godinama znamo unapred, jer imamo priliku da se informišemo od njega, tako da je to bila još jedna od naših aktivnosti. Ukazali smo na neustavnost izbora, dakle ne radi se samo o fingiranju, nego i o neustavnim izborima. Pa je tako i ova vlada u potpunosti neustavna. Mhm. Also nicht nur, dass es fingiert oder getürkt waren diese Wahlen, die waren ja auch verfassungswidrig und es gab eine Reihe von Unregelmäßigkeiten. Man hat auch Covid sozusagen genutzt, um den Leuten Angst zu machen. Und jedenfalls, sie haben einen Vorsprung gehabt durch diese Informationen vom Herrn Dr. Dušan Dundjer und so weiter. Und dadurch haben sie auch diese Unregelmäßigkeiten dieser Wahlkommission immer wieder kommuniziert. Und das war auch eine der Aktivitäten von der Bewegung. Dann möchte ich gleich weiter fragen. Du hast den Namen schon ins Spiel gebracht. Wie ist die Bewegung Dostojni Srbije zur Zusammenarbeit mit Dr. Dušan Dundjer gekommen? Wie kam es dazu? Kako je došlo do zajedničke saradnje između pokreta Dostojni i Dr. Dušana Dundjera? Pa tako što smo imali priliku, imali su i priliku ljudi koji ga nisu poznavali pre 7, 8 i više godina, da čuju da sve ono što je tada još pričao zapravo se kasnije nama događalo. Dakle, sva ta predviđanja, sve te geopolitičke promene u svetu smo znali mnogo, mnogo godina ranije, zahvaljujući njemu koji je upravo te informacije dostavljao ljudima. Kada su bili poslednji izbori, to jest ne poslednji ovi koji su neustavni, nego pre 2-3 godine, tačno je rekao sa koliko procenata će koji politički lider da osvoji određena mesta. Pa su mu tako i studenti prišli koji su protestovali protiv svih tih izbora i želeli da naprave demonstracije. I bilo je tu raznih nekih organizacija, zapravo i mnoge te organizacije koje su kvazipatriotske su doprinele tome da dođe do velikih izdaja i da se taj uticaj i ta moć njegovih reči, doktora Dušana Dundjera, obesmisli. Naravno, svi su oni sada negde u saradnji sa vlašću ili opozicijom, predstavljajući se kao patriote i antiglobalisti, a to nisu. Ali ovo vreme je pokazalo zapravo ko se gde nalazi i istina se veoma jasno sada razlikuje od laži. Naja, es ist so, Dr. Dušan Dundjer hat diese Informationen schon früher gehabt oder vorher. Er hat schon sehr früh begonnen, quasi anzukündigen, was kommen wird. Er hat zum Beispiel bei einer Wahl genau den Wahlausgang mehr oder weniger gesagt und dann kam auch dieser Wahlausgang und somit haben immer mehr und mehr Menschen begonnen, diesen Dr. Dušan Dundjer, der eigentlich ein Staats- und Sicherheitsexperte ist, zu vertrauen und er ist eigentlich der ideologische Führer, also der Führer ist vielleicht ein schlechtes Wort, aber der ideologische Kopf ja, dieser Bewegung. Er hat jetzt in dem Sinne keine Funktion und so weiter, es wird Abgeordneter noch gar nichts und so. Oh, er kommt aus diesem ganzen Sicherheits- und Antiterrorismus, sagen wir, Apparat. Und er möchte, sein sozusagen Ziel ist, dass man ein System, ein Rechtssystem eigentlich schafft, wieder im Lande, der sozusagen wirklich
der Bevölkerung eigentlich zugutekommt und nicht mehr den Politikern. Mhm. Bevor ich den Wolfgang und den Nikola noch ins Boot hole, dann jetzt gleich noch die letzte Frage. Was ist denn genau am 16. Juni diesen Jahres in Belgrad passiert und weiß man, wer die Initiatoren dahinter waren? Još jedno pitanje, pre nego što krenem kod Wolfganga i Nikole. Šta je se tačno dogodilo 16.6. i ko su bili inicijatori ispred Skupštine? 16.6. se posle više od 100 godina desilo da je narod izabrao kako svoju Skupštinu, a dva dana nakon toga i svoju narodnu vladu. To je se desilo jer je veoma neobičajeno prvi put i posle višestranačkih izbora i višestranačkog sistema, ali je se desilo da je formiran pravni vakum. Taj pravni vakum omogućio je da je dovoljno i dvoje ljudi da štiteći Ustav i Republiku Srbiju i suverenost mogu da formiraju svoju državu, gledano u formalno-pravnom smislu. Naravno, onaj koji je, pod čijim je to ideologijom rađeno, to je svakako dr. Dušan Dundžer, koji je ukazao da je se napravio pravni vakum i da je to, mogli bismo reći, jedna Božija odluka da spase ovu zemlju, jer postoje mnogi pravnici, vrsni poznavaoci prava u Srbiji, pa i u toj vlasti, ali je veoma interesantno da su oni dozvolili da se to desi, da narod formira svoju vlast. Naravno, pokušali su i neki pokreti bliski vlasti da to isto urade nakon tog dana, ali u pravu postoji jedna izreka koja je starija u vremenu, jači je u pravu, tako da ovo je ostalo zapisano, ovo se više nikada ne može obrisati. Samo je pitanje i faktičke realizacije. Ono što je interesantno, recimo, za ostale zemlje, između ostalog sad što je interesantno i za Austriju, naravno tu se nije desio pravni vakum, ali vi ćete to uraditi kroz referendum, jer sve što radimo, radimo isključivo pravno, poštujući pravo, tako da će ovo biti, što se kaže, revolucija bez ispaljenog metka, bez krvi, jedno uspostavljanje sasvim novog sistema i novog doba. Na ja, jetzt ist es spannend, weil es war eine gute Frage, die Antwort war eigentlich im 16.6. wurde dieses Volks-, also Übergangsparlament eigentlich gegründet. Warum? Weil es gab so ein rechtliches Vakuum. Rein formal rechtlich hätten zwei Personen genügt, um einen Staat eigentlich zu formieren. Es waren natürlich viel mehr Personen, also über 300, die sozusagen sich da versammelt haben und die dann dieses Übergangsparlament und dann später die Übergangsregierung quasi gegründet haben. Und das ist historisch sehr wichtig, weil es wäre die nach 100 Jahren, oder es war oder es ist nach 100 Jahren zum ersten Mal ein Volksparlament, ja, also direkt vom Volk gewählt und nicht von irgendwelchen, ich weiß nicht, Mächten und Politikern. Und i pokret, kao neki pokreti su pokušali to isto, ja, par dana kasnije. Die anderen Bewegungen haben das zu einem späteren Zeitpunkt auch versucht nachzuahmen und versucht, da irgendwelche Übergangsparlamente zu gründen. Nur im Rechts, sagen wir, der Rechtswissenschaft gibt es einen bekannten Spruch oder Ansatz, wer zuerst sozusagen rechtlich etwas unternimmt, hat auch das Recht sozusagen auf seine Seite. Oder so irgendwie, ich habe das jetzt nur interpretiert. Ja? Ich werde das dann besser übersetzen dann später. Eine Frage fällt mir jetzt spontan ein. Ich habe Bilder gesehen, wo der Dr. Dušan eine Rede gehalten hat und er auch von eurer Gruppierung quasi geschützt wurde, weil auf den Dächern Scharfschützen waren. Also es gibt gibt's wirklich Morddrohungen gegen den Mann? Kaže da je video scenu gde je Dušan Dundžer izašao pred Skupštinu i da su ga neki telohranitelji štitili zato što je postojala opasnost da ga neko ubije. Da li je to tačno? Svakako da ta opasnost postoji, ali ne samo za vlast, nego i za ovu opoziciju, jer on predstavlja jedini u Srbiji smetnju
za bilo koju političku opciju koja radi za ovaj globalistički trenutni poredak. Tako da ta smetnja generalno postoji, ta opasnost postoji, ali možemo reći da postoje neke stvari koje će ga ostaviti zaštićenim. Da ne može ipak ništa da mu se desi. Bilo je pokušaja više. Ali... Okay, das ist jetzt interessant. Er hat gemeint, das stimmt, ja. Es gab sozusagen schon, es gibt immer wieder, also Versuche, ihn auszuschalten, weil er eigentlich die größte Gefahr für die, sagen wir, Position, für die Regierung, für die aktuelle Regierung und für die Opposition eigentlich auch. Opposition darstellt. Aber er hat es geschafft und sagen wir so, er will es nicht definieren wie, aber er ist auch in irgendeiner Form geschützt, ja, anscheinend. Für den Unwissenden, die Bewegung, ist sie jetzt im Parlament, in diesem neuen Parlament vertreten oder seid ihr da irgendwie außen vor? Dalje pokret u parlamentu na neki način se reprezentuje, se manifestuje u ovom novom parlamentu. Nije sporno da postoje ljudi iz pokreta koji su tu došli, ali ima mnogo više onih koji uopšte nemaju veze sa pokretom Dostojni Srbije. Nije sporno da postoje neki koji su članovi, da postoje u Skupštini, ali je većina izvan pokreta. Mi jesmo bili ideolozi svega toga da prenesemo poruke i reči dr. Dušana Dundjera, da osvestimo narod da ima konačno svoje pravo i da može stvar da uzme u svoje ruke, isključivo pravno, ali ne, većina je van pokreta u tom parlamentu, nego ljudi koji su prepoznali ideju onoga što je pokret uz, da kažemo, ideologiju Dušana Dundjera uvek pričao. Ja, es sind, also die Bewegung, sagen wir so, im Parlament befinden sich mehrheitlich Leute, die nicht sozusagen jetzt Mitglieder der Bewegung sind, ja. Aber die Bewegung, mit ihr identifizieren sich Menschen, die einfach eine Veränderung wollten und die, ja, die sozusagen eigentlich etwas verändern wollten. Aber die Mehrheit der, sagen wir so, der Abgeordneten und der Minister sind nicht Teil der Bewegung. Nein, es gibt schon manche. Es gibt schon manche, ja. Aber sagen wir, es ist 40, 60, da, 40% da. Mitglieder der Bewegung, 60% andere. Da. I jako važna stavka, narod je formirao svoju skupštinu. Aha. Znači tu, ako mi kažemo opet pokret jedan, drugi, opet se vezuju za partije, više to ne postoji, narod je bit. Also er meint, man soll nicht sagen Bewegung, denn die Menschen binden sich gleich so, gleich, sie denken gleich, das ist eine Partei und so weiter. Man müsste eigentlich korrekterweise sagen, das Volk hat gewählt. Weil es gibt ja keine Parteien in der Zukunft. Ja? Mhm. Aber das heißt, die Bewegung, nur damit ich das Laie und der Österreicher das verstehen kann, die Bewegung versucht jetzt mit rechtlichen Mitteln diesen Prozess beim Verfassungsgerichtshof aufzuheben, um klar darzulegen, dass sämtliche Wahlen quasi gefaked, manipuliert wurden, damit nicht konform sind, illegal, um den Vučić so loszuwerden, um dann einen Schritt in Richtung direkte Demokratie zu setzen. Habe ich das als Laie jetzt richtig verstanden? Ja, ja. Das kaže da pokret pokušava na legalan način da se izbori za svoje pravo i da smeni Vučić. Da, na apsolutno isključivo će to ići kroz uspostavljanje pravnog sistema, znači institucije da rade svoj posao. I sve to dolazi, htjeli mi to ili ne, to će doći sve na svoje. Genau, er meint also, das stimmt alles. Und das, was er vorhin gesagt hat, das habe ich vergessen zu übersetzen, was sehr wichtig war. Er hat gemeint, das ist eine Revolution ohne einen einzigen Schuss. Ja? Also so quasi ohne einen, wie soll ich sagen, wie sagt man das auf Deutsch, also gefallenen Schuss. Ja? Mhm. Also es soll nicht blutig erfolgen, es soll eigentlich ohne Blutvergießen erfolgen,
Es ist ein Kampf mit legalen Mitteln gegen eigentlich das Unrecht. Also, und das ist das Besondere an dieser Geschichte. I to će biti hteli mi ili ne. Und das wird so sein, ob wir es wollen oder nicht. Jetzt werde ich auch den Wolfgang und den Nikola wieder ins Boot holen. Aber noch eine letzte Frage. Meine, wir wissen ja, dass der tiefe Staat da gerade überall global noch kämpft. Es wird sehr viel mit der Wahl von Trump abhängen. Aber sollte Trump verlieren, dann habt ihr da die Hoffnung, das trotzdem umreißen zu können, das Ruder? Tako će biti ako bi Trump izgubio, pošto su globalisti svugde jako jaki. Kako vi mislite da opstanete? Pa nema to veze. Mislim da je to neki... Ja iskreno ne verujem da će to biti, ali opet to nema veze sa nama, jer svako mora svoje dvorište da sredi. Tako da, u suštini, navijamo da Trump pobedi, verujemo da će pobediti. Ali ako ne pobedi, Srbija će se osloboditi. Jeder muss seinen Garten kehren. Ich persönlich würde mir wünschen, wenn der Trump gewinnen würde. Auch wenn er nicht gewinnen würde, wird sich Serbien befreien. Gut, dann hole ich jetzt auch den Wolfgang und den Nikola ins Boot. Fragen von eurer Seite? Ja, eigentlich muss ich wieder mal abweichen von meiner Vorlage hier. Aber der Grund, warum ich ja mit Serbien so zusammenarbeiten möchte, mit dieser Volksbewegung, ja, weil sie auch hin zum Licht geht, also ohne Gewalt sozusagen gegründet wurde, ja, das ist genau ein elitäres Vorzeichen, das wir auch in Europa sehen. Wir sehen ja sowas auch in Deutschland, in Österreich, bei den Demos. Es sind alles gewaltfreie Demos. Das heißt, also, wir haben ungefähr spirituell gesehen, sind wir auf dem gleichen Level. Und daher kann uns Serbien ganz einfach hier auch ein bisschen ein Beispiel sein, ja, weil die sind schon einen Schritt weiter. Ja. Kannst du das vielleicht irgendwie... Ja. Ja, daher ist diese Zusammenarbeit von mir so zu fördern. Daher möchte ich sowas ja jetzt richtig gehend regelmäßig in Gang setzen. Wir müssen uns aber alle versuchen, nur kürzer zu halten, weil zu lange wird das Video halt auch nicht sein. Ne? Radi se o tome da cela ova naša ideja i dostojno što su uspeli bez prolivenih kap krvi i bez nasilja. I veoma je bitno da se tako i ove promene dolazu u celom svetu i u sve zemlje dođu ovako. Ja. Nee, ich glaube, wir repräsentieren damit ganz einfach diesen neuen Wandel ins neue Paradigma. Zato je bitno da se Srbija ovde sad podrži i da teramo priču oko dostojne i oko privremene skupštine naroda. I da to ljudi moraju da shvate kako je ovo bitno. Jer ovo je novi paradigma, znači novi neki misao, ceo naš, da bi došlo do promjena svuda. Und ich möchte noch ein Wort, vielleicht oder zwei, drei Worte dazu sagen. Wir sind halt Patrioten der Mitte. Ja, ich akzeptiere das voll, das gefällt mir sehr gut. Und das sind auch die in Serbien, meine Freunde dort. Ja. Mi smo ovde svi patriote, znači mi smo patriote takozvane sredine. Znači, za nas uopšte ne postoje politika, znači mi smo patriote u svojoj zemlji i tako smo vi videli da je tako isto i u Srbiji. Und sie repräsentieren somit genau das, was wir auch wollen, also hier an diesen neuen Paradigmawechsel, den wir so dringend benötigen. Tu smo videli našu promenu, znači video je u Srbiju tu promenu i tačno je to što mi želimo da tu promenu. Und der zweite Grund, warum ich das auch mache, Südeuropa etwas näher zu uns, Mitteleuropäer zu bringen. I još jedan razlog je zašto ovo sve Wolfgang radi jeste da ceo taj Balkan približi Evropi i ostatku sveta. Gut, dann würde ich sagen, wir belassen es mal für die erste Ausgabe. Ich danke mich für euer aller Interesse, auch an den lieben Herrn Philipp für seine Zeit. Danke. Und ich wünsche der Bewegung viel Erfolg und auf dass sie nicht vom tiefen Staat mit sämtlichen Politik sich
niederringen lässt. Wir kennen ja leider die faulen Spielchen. Ne? Ja, Tamme. Kasche, wiedersehen. Wiedersehen. Ciao. Bis next week. Nächste Woche gibt es dann Ausgabe Nummer 2 mit dem Börsenwolf-Spezial, die österreich-serbische Freundschaft. Danke für euer Interesse. Nochmal einen lieben Gruß an alle hier in der Runde, den Philipp, den Roman, der simultan übersetzt hat in Belgrad, Nikola Gruber und Wolfgang Ceder, auch als Börsenwolf bekannt. In diesem Sinne, alles Liebe und bis bald. Ciao.